Was haben wir denn hier für einen Shop? Oh, hi. Meine arme Oma. Hm. Oh, hallo. Tut mir ganz leid, den Gedanken, was du... Ach, es bringt sich ja nichts, ewig darüber nachzudenken, aber meine Oma ist leider gerade sehr krank. Meine Schwester Himba kümmert sich um sie, wenn sie hier allein den Laden schmeißt. Es klappt schon irgendwie, aber ich denke, wir sind gerade alle etwas fertig mit den Nerven. Ach, da fällt mir wirklich schwer, aber meine Oma braucht ja medizinische Behandlung. Dafür muss ich unsere Preise so stark erhöhen, und zwar das gesamte Sortiment. Wenn es meiner Oma wieder besser geht, verkaufe ich natürlich alles wieder zum Normalpreis, versprochen. Es tut mir leid, eigentlich sollte man seine familiären Probleme von der Arbeit trennen. Es tat zwar gut, endlich jemandem mein Herz auszuschütten, aber ich sollte die Kunden eigentlich nicht mit derartigen Themen behelligen. Zeit, die Stimmung wieder etwas aufzuhören. Es ist mir eine ungeheure Freude, unsere geehrte Kundschaft hier in der Boutique zwei Früchtchen begrüßen zu dürfen. Sagonos berühmte Kollektion bekommt man nur in Hateno im Südosten. Aber auch unsere Produkte sind von erstklassiger Qualität, keiner übertrumpfen kann. Ja gut, die haben wir schon festgestellt, die haben wir schon kennengelernt. Hey. Finanzen? Das ist, okay, die Oma ist krank. Also das ist nochmal die Wiederholung der Quest. Was haben die denn so? 5000? 5000? Oh, Leuchtmaske. Bei Dunkelheit wird mit Farbe aus Leuchtsteinen angemalt. Noch ein ähnliches Muster auf diesen Anzug sichtbar. Na, da kann ich auch rein. Oh. Let's go, da kommen wir schon hoch. Ja, ich glaube, das Problem ist, wir kommen hier von den Kranzruinen nicht so schnell weg. Wo ist denn die Oma? Ist sie hier? Nee. Kann ja nicht so weit sein. Es gibt es sonst keine Häuser mehr. Oh, vielleicht ist sie da. Ja, das sieht sehr... Nee. Ach, ist sie das? Es tut mir leid, dass du mich so sehen musst, junger Mann. Ich leide an einer schlimmen Krankheit und komme gar nicht aus dem Bett, wenn du wegen der Kleidung hier bist. Nee, wegen der schlimmen Krankheit. Ich half vor kurzem beim Osthügel einer Gruppe Forscher beim Aufräumen und kam zu nah an den Abgrund. Dabei habe ich etwas berührt, das sich Miasma schimpft und das macht meinen alten Körper schwer zu schaffen. Meine Enkelin Kimba kümmert sich liebevoll um sich. Ich glaube, Himba ist gerade irgendwo draußen unterwegs. Sie macht sich große Sorgen um mich. Habe ich da eigentlich irgendwas, was Miasma heilt? Habe ich irgendwo mal ein Rezept dafür bekommen? Ich überlege gerade. Der Brunnen von Kakariko. Wir schauen noch hier mal schnell rein. Okay, dann gehen wir runter in den Brunnen. Ah, du bist jetzt wer anders. Ah, ich hoffe nur, Nana geht es gut. Zumindest rüste ich jetzt zu Hause gründlich aus. Bist du vielleicht auch von diesen Touristen, die wegen der Kranzruine herumschneien? Alter Junge, ich habe die Welt gerettet. In diesem Dörfchen leben viele ältere Leute. Und bisher hatten wir es immer schön ruhig. Ja, was? Aber seit ein paar Jahren, unsere Dorfvorsteherin ist, kommt viel so junges Gemüse wie du hierher.
Und es ist hier ganz schön lebhaft. Ich hoffe nur, dass bei all den Rabauten nicht mein Pflaumengarten darunter leidet. Die feurige Dorfälteste pflanzte diese wundervollen Pflaumenbäume jetzt just am Tag meiner Geburt. Sie sind irgendwie ein Teil von mir. Ich pflege und behüte sie wie meinen größten Schatz. Corine von der Forschungsgruppe ist sehr respektvoll im Umgang mit Pflanzen. Deshalb darf sie meinen Garten nutzen. Sie pflanzt sogenannten Sonnenfleckchen, die wohl sehr selten und kostbar sind. Fass sie ja nicht an. Ich komme da auch gar nicht rein. Noch nicht. Oh mein Gott. Vielleicht komme ich doch rein. Nee, der Brunnen führt woanders hin. Okay. Interessant. Ein Sashin-Kurzschwert. Habe ich da irgendwas, was ich dafür abgeben kann? Die Haltbarkeit ist halt erhöht. Ja. Gib die Hellebarde ab. Vielleicht können wir das Schwert irgendwie brauchen. Kochbuch. Abgenutztes Tagebuch lesen. Erste Seite. Mein geliebter Mann opfert sich immer für alle auf. Seit er in Impers Haus tätig ist, arbeitet er nur noch fleißiger und soll mir gesund bleiben. Darum habe ich mich gefreut, als mein Abwehrfleischkürbis so gut ankam. Ein Rüstkürbis, Fleisch, war schnell zubereitet. Schmeckte ihm so gut, dass er mehrfach Nachschlag wollte. Meine geliebte Priko freut sich jeden Tag aufs Neue. Sie ist ein Schatz. Wenn es nach ihr ginge, würde sie jeden Tag einen dicken Butterapfel aufgetischt bekommen. Sie stopft sich damit wie ein Eichhörnchen die Bäckchen voll, die Kleine. Unsere Speisekammer ist noch voll mit Äpfeln und Ziegenbutter. Den ich... probier nicht sehr gerne. Okay, Äpfel und Ziegenbutter. Coco ist auch ein lieber Schatz. Es wärmt das Herz, wie lieb sie ihre kleine Schwester kümmert. Seit Prikos gehört Coco kein Jammern und kein Meckern mehr. Als aufmerksame Mama weiß ich, dass Coco Ausdauer Honigäpfel liebt. Den Honig zu beschaffen ist manchmal ganz einfach. Wenn ich Feuer dabei habe, stechen die Bienen mich nicht. Oh. Okay. Jetzt haben wir den Rüstungskürbis. Und dann Fleisch dazu, oder wie? Das ist normales Wild? Spielen wir mal. Nee. Doch, Abwehrfleischkürbis. Tatsächlich, nice. Habe ich Ziegenbutter? Nice. Okay, das ist cool. Prinzessin in Enzian. Hä? Hinten ist wieder ein riesiger Wasserfall. Ah, das sind jetzt die Kranzruinen.
Nichts zu finden. Sonnenfleckchen? Du hast mich überrascht. Was soll das? Ich hätte früher bemerken sollen. Aber warum musst du dich so anschleichen? Entschuldige bitte. Interessierst du dich auch für Sonnenfleckchen? Das sind neue Pflanzenarten, die wir in himmelgefallenen Ruinen entdeckt haben. Ich vermute, dass diese Pflanzenart auf den Himmelsinseln heimisch ist. Ja, ich habe da ein paar. Meine Nachforschungen sind noch lange nicht abgeschlossen, aber sie deuten auf eine Verbindung zum Miasma hin. Wenn ich das beweisen könnte, wäre Miasma Opfern geholfen und wir können für den Untergrundforschung nutzen. Bisher ist die Pflanze hier im Boden sehr selten. Auf den Himmelsinseln könnte das anders aussehen, wer weiß. Jedenfalls experimentiere ich derzeit im Pflaumengarten mit den Anbau von Sonnenfleckchen herum. Ich habe ein Exemplar in der Nähe dieser Steintafel gefunden. Also könnte hier auch Samen oder ähnliches rumliegen. Welche Steintafel denn? Oha! Den Dex kannst du leider nicht entziffern. Zum Glück ist die Leiter... okay. Anscheinend damals etwas über Weise im Königreich und den Mondkönig beschützt haben. An den genauen Wortlaut der Inschrift kann ich mich nicht erinnern. Die Übersetzung muss aber irgendwo bei der Steintafel aufgeschrieben sein. Ich habe eh schon alle Hände voll mit Erforschungen und Sonnenflecken zu tun. Ich kann nicht auch noch um die Weise und den Mondkönige kümmern. Entschuldige bitte, ich habe selbst mit mir gesprochen. Beachte mich am besten gar nicht. Widme dich das Sonnenfleckchen, das ist hier die Übersetzung. An der Seite Königs gegen Dämonenkönig Reich Hyrule bewahren so Weisen geheißen. In diesem Dex geht es hier eindeutig um die Vergangenheit von Hyrule. Ich würde ihn wie folgt interpretieren. An der Seite des Königs stritten sie gegen den Dämonenkönig, um das Reich Hyrule zu bewahren. So wurden sie denn die Weisen geheißen. Es klingt ein bisschen komisch. Ja, es klingt ein bisschen komisch. Ich glaube, das kann man nicht abschreiben. Wir werden es jetzt auch zu dem Ringding machen. Auch zum Fliegenden. Ach, da hinten ist der Abgrund. Den mag ich jetzt aber noch nicht runtergehen. Das wird, glaube ich, zwangsweise passieren. Aber aktuell ist das nicht das Goal von mir. Aktuell ist das Goal, dass ich wieder eine Waffe ausrüste, mit der ich kämpfen kann. Wieder. Übersetzung der Steintafel. Kraft, Wind, Feuer, Wasser, Donner. Gar Zeit, Licht, dessen Nächte Mysterienstein ein viel stärken. Der Text der Steintafel beschreibt anscheinend den sogenannten Mysterienstein. Ich würde ihn wie folgt interpretieren. Wer die Kraft von Wind, Feuer, Wasser, Donner oder gar Zeit oder Licht besitzt, dessen Nächte vermag ein Mysterienstein ein Vielfaches zu verstärken. Da sind wir ja gut dabei, ich glaube, wir haben zumindest so irgendwas. Zeit haben wir. Ja, schon, ja. Ich fühle mich da schon ziemlich angesprochen. Oh, hi. Wo ist denn dein Freund? Ich bin erschöpft und kann mich nicht bewegen. Was ist denn jetzt dieser Fliegende? Wie konfus. Moment. Hä? Ist da einfach der gemeint? Hey, du da! Gott, was will er jetzt? 2 Grad fast oben. Du weißt wohl nicht, wo du hier bist. Prinzessin Zelda, erschreckend verboten, ist unbefugte Kranzruinen nähen.
Oh. Was hat Zelda gesagt? Ja. Als sie gerade geholfen und dachte, dass ein Kakariko kam. Wie du siehst, kann die Ruine jederzeit herabstürzen. Ich wollte sicherlich vermeiden, dass jemand im Dorf zu Schaden kommt. Jo! Oh. Ich darf da nicht mehr rein. Okay. Wow. In Ordnung. Wow. Oh, Paya. Ah. Okay. Oh. Könnte auch einfach hochfliegen oder so, aber wieso denn, wenn das so geht? Nice. Das ist schöner als Holzpfeile. Im Endeffekt muss ich mich dem von unten nähern. Von oben komme ich nicht rein. Und vielleicht hilft es, wenn wir zuerst die anderen machen. Tja, das könnte uns weiterbringen. Zuerst das andere fertig und dann gehen wir in den Kränzchen rein. Hey, da ist ja noch einer. Geliebte Maxi-Trüffel. Oh, geliebte Maxi-Trüffel, außer euch gibt es keine Pilze, die ich möchte. Bitte wach doch auf! Wenn Sakura da oben herausfindet, dass jemand auf der kostbaren Steintafel schläft. Steintafel? Entschuldige, Steintafel sind wie Steine. Okay, das sind aus den Kranzruinen, das sagt wieder das Gleiche. Für den Fall der Rückkehr vorbereitet. Ah, ist gar nicht so schlecht. Wenn du dich dafür interessierst, was genau in der Staffel, liest die Übersetzung durch. Wegen diesem Kerl muss ich was unternehmen, bevor Sakura den Ruinen oberhalb zurückkommt. Übersetzung der Steintafel. Übermacht, Dämonenkönig, offenbar des Königs eigenes Leben versiegeln. Siegel nicht ewiglich überließ, uns weisen Nachkommen eine Rückkehr des Dämonen vorzubereiten. Auf dieser Steintafel geht anscheinend um den Kampf, den der König damals gegen den Dämonenkönig führte. Ich würde ihm mit eigenen Worten Erfolg wiedergeben. Der König kam zur Einsicht, dass der Kampf gegen die übermächtigen Dämonenkönig aussichtslos war. So versiegelte er den Dämonenkönig, obwohl ihn das sein Leben kostete, und überließ den Weisen alles Weitere. Sie sollten zukünftige Generationen auf die Wiederbelebung des Dämonenkönigs vorbereiten. Er will Trüffel. Maxi-Trüffel. Peppisch-Schwertling. Oh. Welch ein maximal delikates Aroma. Geliebte Maxi-Trüffel, das seid ihr ja. Habe ich geträumt? Was wollte ich noch gleich? Aber natürlich, die Betten. Ich wollte sie frisch beziehen. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Ich bat einen Reisenden, um das Gasthaus zu kümmern. Also mache ich mich besser schnell auf den Weg dorthin. Oh. So. Kriege ich was von dir? Okay. Forschungstagebuch. Im Dorf gibt es 5 Ruinen. Es gibt eine Kranzruine in Ringform, eine Steintafel und Zonausschriften. Okay, es wiederholt sich dann irgendwann. Oh, sorry. Entschuldigung. Okay. Wow. Ich sammle so viel. Ich sag's euch, ihr habt bald so viele Pfeile, ich kann einen Drachen bekämpfen.
Ich sage, das letzte Mal war es ein Problem, dass uns die Pfeile ausgegangen sind, aber hey. Mittlerweile. Was sind die nur? Ah, das ist Sako. Könnte es sein, dass du ein Geheiß von Pura hierher gekommen bist? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Sako, mein Spezialgebiet sind die Himmelsinseln, aber diese vom Himmel gefallenen Ruinen sind einfach zu interessant. Ich kann nicht anders, ich muss sie erforschen. Du bist ja gar kein Mitglied der Forschungsgruppe. Dies ist eine Kranzruinen-Forschungsstelle. Privatpersonen sollen sich fehlhalten, es ist zu gefährlich. Aber du hast den ganzen Weg hierher aus Neugier auf dich genommen. Du wärst in der Forschungsgruppe gut aufgehoben. Da du keine Mühen gescheut hast, hierher zu kommen, würde ich gerne mit dir sprechen, wenn du nichts dagegen hast. Solange du kein Problem damit hast, dass ich nur über Himmelsinseln Bescheid weiß, kannst du mich gern alles fragen. Was interessiert dich? Was mich interessiert, ist wohl die Rüstung, die mit Hilfe von Sonar-Technologie angefertigt wurde. Der kulturelle Hintergrund ihrer Kleidung ist uns in weiten Teilen noch ein Rätsel, das wir aufdecken möchten. Je größer die Himmelsinsel ist, desto größer muss auch die Siedlung darauf gewesen sein. Das steht fest. Es muss auch kulturelle Relikte dieser Art geben. Das vermuten wir zumindest im Moment. Himmelsinseln sind eher unerreichbar. Es ist müßig, darüber nachzudenken. Und ich stütze mich lieber auf die Kranzruinen. Bist du wirklich sicher, dass meine Geschichte nicht langweilt? Die Himmelsinseln können tagelang reden. Erzähl mir von den Himmelsinseln, wir wissen schon, was es ist zum Teil. Sonar-Ruinen sind überall auf der ganzen Welt. Zum Beispiel die Kranzruinen. Wir gehen davon aus, dass sie alles von den Himmelsinseln stammen. Das bedeutet, Himmelsinseln sind Überbleibsel der Sonar-Zivilisation. Ihre Vermächtnis wartet irgendwo dort oben. Und gibt es dort Leben? Es gibt Pflanzen, also vermuten wir auch, dass Himmelsinseln leben. Und muss genau wie in der Erdoberfläche. Ich weiß das alles. So, jetzt haben wir genug gefragt. So, zum Glück. Die ganzen Infos, die wir schon wissen. Corinne bei den Zelten da drüben weiß eine Menge darüber. Wie es scheint, hat sie sich aber zum Ziel gesetzt, eine Pflanze aufzuziehen. Ich würde dir empfehlen, mit ihr zu unterhalten. Okay. Dann unterhalte ich mich dann mit ihr, sobald ich da mehr erkundet habe. Ich bin nämlich auch Forscher. Ich habe auch technologischen Fortschritt auf meiner Seite. Alright. Ein Krog. Nice. Bisschen sad, dass es da jetzt nicht mehr gibt. Aber die können wir vertreiben bei dieser. Eine starke Verteidigung. Die ganze Zeit kriege ich zu hören, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Und jetzt ist es schon Abend. Es gibt nur einen Grund, warum ich diesen Monster noch nicht längst schon heimgeleuchtet habe. Weil du auf diesen Quatsch von wegen Verteidigung ist der beste Angriff herumreitest. Du alter Sturkopf, sag der Richtige. Diese beiden? Ja, die sehe ich. Ich spreche von den beiden Hitzköpfen da drüben. Ich will ja die Kranzruinen zwischen den Gipfeln erforschen, aber da lagern leider Monster. Mir wurde gesagt, die beiden Streithähne seien die zwei besten Kämpfer des Dorfes. Also habe ich sie gebeten, Monster zu vertreiben. Und was machen sie? Die liegen sich nur in den Haaren. In dieser Kranzruine zwischen den Gipfeln gibt es eine Steintafel, in die Sonderschriften eingekerbt sind. Hoffentlich haben die Monster sie nicht zerstört, das wäre furchtbar. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich die beiden gar nicht erst um Hilfe gebeten. Ich mach das. Dir ein Glück, dass ich hier bin.
Okay, der hat eine starke Waffe. Die anderen sind eigentlich eh ziemlich egal. Dann gehen wir den. Was haben wir denn Schönes? Wir hätten noch eine Zitterfrucht gehabt. Was geben wir denen? Ach, geben wir denen den Bombenschlag. Da ist noch einer. Nice. Das sollten soweit alle gewesen sein. Schildmäßig kann ich das ablegen. Mal hier. Und die Truhe nehmen wir noch mit. Ein Riesenleuchtsamen. Wow. Ja, jetzt stehen sie und schauen sie. Ja, wo wart ihr denn? Ah. Ich habe die alle vertrieben, während die da zwei sich gestritten haben, ja. Was soll ich die beiden Streithände wissen lassen? Ich habe die Monster erledigt. Mhm. Ich sah nicht nur die Verteidigung sehr stark, sondern auch im Angriff. Mhm. Es ist nämlich das Ding, dass ihr beides können müsst. Wobei ich eigentlich primär angegriffen habe und wenig verteidigt. Uns ist klar geworden, dass es eine Balance zwischen Angriff und Verteidigung geben muss. Ich habe meine Kampfweise gezeigt. Navi ist stark in der Verteidigung und ich bin gut im Angriff. Ein erfahrener Kämpfer wie du kann von uns wohl nicht viel lernen. Falls es aber doch etwas gibt, was wir dir beibringen können, stehen wir immer gerne zur Verfügung. Tja, wo die Monster jetzt weg sind, sollten wir vielleicht zurück ins Dorf. Ja, dann gehen wir zurück ins Dorf. Ich habe gesehen, hier gibt es noch eine Steintafel. Ah, da drin gibt es auch noch was. So, einmal die Steintafel abchecken. Höchst vortrefflich, jedes Volkes stand eines weißen Mysterienstein verliehen. Endlich die Weißen. Und ich interpretiere das so, dass Sonnen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wurde ein Mysterienstein verliehen. Und damit wurden sie zu Weißen. Klickt einfach drüber. Ein mächtiges Sonaniumschwert. Es hat noch keine Synthese. Nachdem der bald zerbricht. Moment. Nachdem der bald zerbricht. Nehmen wir den mit. Mit so einer Bauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft mehr als üblich. Kann ja nicht schaden, mal so ein Schwert zu haben. Die Gefahr ist gebannt. Machst du jetzt doch was? Hast du vielleicht noch eine Quest für mich? Erzähl! Ah. Steintafel, okay. Gut. Das ist. Same Story, kennen wir schon. Wo sind jetzt die Zelte, wo die eine zu Hause ist? Jetzt sind hier rechts gewesen. Ah ja, da vorne. Oh, ist hier da unten eine Höhle. Die meinten, sie sollte sich bei den Zelten aufhalten. Da
Aber natürlich tut sie das nicht. Wissen die? Ah, hier. Ein Bernstein. Was ist das da vorne für ein Wagen? Der steht einfach hier. Ach, du bist Händler. Zeig mal, was du hast. Es ist der Händler. Schade. Oh, da haben wir noch einen Schildtypen. Jetzt sind wir hier beim Vordereingang. Ach, wie schön.